Einmal wieder eine weitere Lokalaufnahme für euch da draußen auf YouTube. Ja, hallo liebe YouTube-Zuseher, es freut mich, dass ich euch bei diesem Level begrüßen kann. Von Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft auf einem PowerMac G4 von Apple. Und ja, letztes Mal hatten wir die Absturzstelle und wir haben es leider nicht geschafft, die Mitkollegen unseres angeknabberten ja, Soldaten aus dem ersten Level alle zu retten. Passiert halt mal. Und dementsprechend haben wir das Level geschafft und sind jetzt in der, ich wechsle mal eben auf die Szene, genau hier, in der Madubu Gorge oder ich glaube Madubu Schlucht müsste es heißen. Und ich weiß, es ist ein Kanu-Level. Und ja. Dann schauen wir uns mal um. Pistolen haben wir ausgewählt. Da reinfallen wäre jetzt keine gute Idee. Ich befürchte nämlich, dann sterben wir. Aber wir schauen uns mal um. Kann man den verschieben? Nein, der sah aber so verdächtig aus. Uiuiuiui. Oh. Stimmt. Was ist das denn? Das Echsenmenschen? Oh Gott. Ja. Ahne Schlimmes. Da kann man doch bestimmt noch was machen, oder? Nicht, dass da eine Schlange drin ist. Sieht mir aber nicht so aus. Kann man hier jetzt hochklettern? Oder? Das sieht mir so sehr nach Secret Place aus hier. Ne, das bringt mir nichts, das bringt mir nichts. Das könnte aber funktionieren, oder? Hallo? Aha. Wie viele Level sind es denn noch? Ja. Eigentlich gar nicht mehr so viel. Lass mich mal überlegen. Wir haben jetzt noch das Level. Danach das Boss-Level. Und dann geht es, glaube ich, schon in den letzten Abschnitt mit der Antarktis. Und das sind, glaube ich, auch noch mal. Vier Level. Dann eigentlich war's das. Stimmt, wir sollten aber speichern. Save Game. Mit den drei inklusive Boss Level, ja. Hier ist auf jeden Fall zu. Kann ich das machen? Nee, sieht mir nicht so aus. Die was machen, ne? Yeah.
Wir sollten uns von diesen Echsen tatsächlich nicht treffen lassen, weil, wenn die uns erwischen, sind wir vergiftet. Ich erinnere mich. Da war aber noch zu. Können wir hier irgendwo hin? Das sieht so aus, als könnte man da hin. Aber ich glaube, es ist nicht gewollt. Und ich denke, darunter wäre auch keine gute Idee. Wir gehen mal da hinten runter. Liebe Grüße aus NRW. Mi Crossing, sei gegrüßt. Grüße aus NRW zurück. Wie geht's, wie steht's? Ich hoffe gut. Es freut mich, dass du den Weg hierhin gefunden hast. Zum guten alten Tomb Raider. Wir befinden uns gerade im Abschnitt Südsee. Und ja, haben schon den London-Part hinter uns, den schlimmsten Part, wie ich finde. Den Area, also Nevada-Part haben wir tatsächlich auch schon durch. Und ja, sind jetzt hier quasi auf den Südseeinseln. Gut, danke dir. Hat nach Tomb Raider gesucht und wurde fündig. Wie geht's dir? Mir geht's soweit gut. Ich habe tatsächlich auch erstmal Urlaub. Und ja, die Entscheidung Tomb Raider zu spielen war eigentlich eine ganz spontane heute. Ich war kurz davor, das doch erstmal abzusagen, aber hat es dann doch nicht gemacht. Und ja, sind jetzt quasi hier. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, alle Tomb Raider-Teile nochmal zu spielen. Also ich gehe mal eben auf die andere Szene und nehme nochmal eben kurz die Kopfhörer ab. Und ja, wir haben tatsächlich schon den ersten und den zweiten durch. Den haben wir auf einer PlayStation 1 tatsächlich gespielt. Und hier, das wäre jetzt wie gesagt auch der dritte für die PlayStation 1. Aber wir spielen den dritten tatsächlich jetzt wie gesagt auf diesem Retro-PC. Und zwar ein Apple Power Mac G4. Auf diesen hatten wir auch von dem ersten Teil und dem zweiten Teil quasi die, ich nenne es mal DLCs oder Director's Cut auch gespielt, nämlich Golden Mask von Tomb Raider 2. Und ja, was war das erste? Genau. Boah, wie hieß das nochmal? Von Tomb Raider 1. Welcher Tomb Raider Teil ist mein Favorit? Boah. Ui. Oh, hier ist ja auch noch vom ersten Teil der Erweiterung. Ich komme nicht drauf. Oh, wie hieß das? Golden Mask war 2. Lass mich mal überlegen. Unfinished Business, genau. Und ja, nach dem dritten kommt auch Lost Artifact. Und Lost Artifact kenne ich gar nicht. Und ja, wir wollen auch noch den vierten und den fünften auch noch spielen. Den fünften kenne ich nämlich tatsächlich auch nicht. Und welcher Tomb Raider da ist dein Favorit? Ja. Eigentlich der erste, weil der erste ist halt Kult. Auch wenn er so seine Schwächen hat. Der zweite war an sich auch ganz cool. Wobei, was hat mir am zweiten nicht so ganz gut gefallen? Ja, der war eigentlich ziemlich gut. Den dritten, ich finde den dritten nicht schlecht. Es gibt ein paar Macken in Bezug auf Level-Design. Ja. Aber ich finde, der dritte hat auf jeden Fall die schönste Theme. Also Tomb Raider-Theme.
Gefällt mir einfach am besten. Ich würde sagen, Favorit eher der erste, weil er halt Kult ist. Der zweite spielt sich besser. Der spielt sich halt besser als der erste. Aber, und ja, der ist auch wirklich gut, der zweite. Der dritte ist, wie gesagt, ich finde ihn nicht schlecht, er hat aber seine Schwächen. Der vierte, ja, kann ich nicht sagen. Das ist schon zu lange her, dass ich den auf der PlayStation 1 gespielt habe. Also ich habe die meisten Tomb Raider-Spiele damals vor langer Zeit in meiner Kindheit selber gespielt und möchte das nochmal so ein bisschen nachholen. Und ja. Wie gesagt, der vierte, ich weiß das nicht mehr. Ich glaube, ich habe den vierten nicht durchgespielt und der fünfte sagt mir gar nichts. Also die Chroniken. Da heißt es ja, der ist so ein bisschen schwierig von der Bewertung her, aber ich lasse mich überraschen. Und ansonsten gibt es, wie gesagt, bisher auf dem Kanal hier also relativ viel Retro. Ich möchte erstmal mehr Retro machen. Und das bezieht sich größtenteils auf halt PlayStation 1, aber auch etwas Super Nintendo und auch normalen, also Nintendo Entertainment System, werden wir auch mal anspielen. Da habe ich auch noch so ein, zwei Spiele. Nebenbei gibt es aber auch etwas Modernes dazu. Zwar selten, aber ja, ab und an machen wir ein bisschen Battlefield. Und auch, was ebenfalls vorhanden ist, ist ein sogenannter Koop-Zock mit dem Kollegen Kimber, den Grauen, der auch selber streamt. Kann man gerne mal auch nach den Kollegen suchen und auch bei ihm ein Follow da lassen, dann freut er sich. Und ja, mit Kollege Zorni, der ist auch am Start und ich glaube, der schaut sogar noch zu. Aktuelles Koop-Projekt ist Aliens Fireteams Elite. Da würde ich mal auch mal, würde ich gerne mal wieder spielen. Schon etwas länger her. Und ja, das sind so jetzt die Hauptsachen, die hier kommen. Mal so eine kurze Erklärung, was auf diesem Kanal so Sache ist. 5 ist auch interessant. Ich mag den Teil gerne. Ich habe den fünften nie gespielt. Der sagt mir gar nichts. Ich bin sehr gespannt, wie der ist. Uiuiuiui. War das jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal vor. Ja. Ah, warte. Klingt spannend. Ich versuche es spannend zu halten. Und ja, also in der Reihenfolge in Bezug auf PlayStation 1, wie gesagt, habe ich schon festgelegt. Klar, erstmal vorrangig Tomb Raider. Und ja, dann geht es weiter mit Alien Trilogy und auch Aliens die Wiedergeburt. Da habe ich nämlich auch Lust und ich weiß nicht, ob das gut ist, was wir hier jetzt machen. Deswegen speichere ich mal lieber. Safe Game. Und? Ah, da war. Oh, knapp. Der große Vorteil von der PC-Version im Vergleich zu einer, ja. PlayStation-Version ist, dass wir bei der PC-Version quasi jederzeit speichern können, während man bei der PlayStation auf jeden Fall im ersten und zweiten, nee, zweiten nicht, im ersten und dritten Teil bräuchte man tatsächlich Speicherkristalle, um zu speichern. Die waren quasi wie die hier, nur in Blau, meine ich. Kann man hier was machen? Wenn's drücken. Oh, es lässt das Ding herunter. Ja, wir haben. Ah, ich sehe es. Okay.
Ja, ich habe dieses, also ich muss zugeben, wie gesagt, ich habe den dritten, also die Teile damals in der Kindheit gespielt. Das ist aber, wie gesagt, schon ewig her. Und ich weiß, beim dritten Teil habe ich bei jemand anderen quasi mal, also einen anderen Streamer mal reingeschaut, der das auch gespielt hat, unter einem Pseudonym Retrozock. Vielleicht kennt der ein oder anderen den dann. Und ja, dementsprechend ist ein bisschen hängen geblieben, aber nicht alles. Okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie machen wir das hier am besten? Und ja, wir spielen es in Full HD. Weil, wie gesagt, der Retro-PC oder der Power Mac, den ich hier habe, das Spiel halt auch in Full HD wiedergeben kann. Ich weiß, es ist nicht ganz retro, aber mein Gott. Okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Dahin springen bringt uns nichts. Ich müsste eigentlich dahin springen. Schaffen wir das? Boah, das wird hart. Aber ja. Ich weiß nicht, Meat Crossing, hast du auch schon die neuen Teile gespielt? Oder mal in den neuen Teilen reingeschaut? Es würde mich nämlich sehr interessieren, wieso, ich sag mal, die allgemeine Meinung ist in Bezug auf alte gegen neu. Welche Teile man bevorzugt. Nee, bin nur ein Klassik-Fan, also 1 bis 5. Ah, okay. Ja, ich habe die neueren auch gespielt, was mir aber definitiv auffällt. Oder so eine Sache ist. Bei den neueren wirst du ja quasi, ich sag mal, wenn du den Weg nicht findest, angeleint vom Spiel, du musst jetzt das und das machen oder eventuell überlege mal dies zu machen, das könnte dir helfen. Hier hingegen hast du natürlich ja keine Hilfe vom Spiel. Hier wird jeder Fehler gnadenlos. Endet im Game Over. Ah, ich sehe schon. Ich speichere mal. Aber so an sich, ich fand die neuen jetzt nicht unbedingt mega schlecht. Man kann sie halt spielen. Sie sind halt angepasst an die, ich sag mal, neue Zeit. Oh, was haben wir denn hier? Das Kind damals. Oh, nein! Ah! Oh. Ja, okay. Danke, Exe. Ich weiß, ich bin schon vergiftet. Das Kind damals kam ich des. Halb auch nie weiter. Ja, okay, da waren tatsächlich ein paar Stellen, da muss. War schwierig. Ich verstehe es. Kann ich voll und ganz verstehen. War das jetzt richtig? Ja, sollten wir nicht eigentlich einen Floß haben? Oh, ich glaube, ich habe etwas übersteuert. Ja, mal ein bisschen leiser. Was sagt? Ah, noch lohnt sich das kleine Medkit nicht.
Ja, Speicher. Kristall. Ah. Ah. Wo? Ja. Was kann ich jetzt machen? Ich glaube, damals, das, wie gesagt, als ich den ersten Teil als Kind gespielt habe, da war auch irgendeine Stelle, da habe ich mich immer tot geärgert. Ich weiß aber nicht, wo das war. Ich glaube, das war relativ am Anfang. Ah, guck mal da. Was kann ich jetzt machen? Ich bin doch hier falsch. Ach, da hinten ist die Echse. Ja. Nix da. Ja. Eigentlich sollten wir ja einen Floß haben, wie ich schon sagte, aber irgendwie gehen wir den anderen Weg. Hier. Zack. Hier geht's auch lang. Ah, was hast du da? Ja, okay. Es hat was geöffnet. Das ist schön. Aber wo? Ich komme immer so angeschlichen. An welchem Level war das, wo es ganz fies war? Ich glaube, das war tatsächlich London, wo die einfach mal aus der Ecke oder so kamen, die Gegner. Okay. Ich verstehe das nicht. Dann läufst du um die Ecke und dann kommt einfach mal irgendeine dramatische Musik und du denkst dir, was ist denn jetzt los? Kriegst du erstmal eine Herzattacke? Und ja, schlussendlich war es halt nur ein normaler Gegner. Ich wieder zurück. Es gibt mehrere Wege. Da hättest du das erste Gitter in der kleinen Höhle öffnen müssen. Dort ist das erste Kahn. Okay. Ah, ich weiß. Am Anfang direkt, ne? Wir können tatsächlich auch wieder zurück. Aber wir machen es mal eins. Wir probieren es mal aus. Was soll schon passieren? Das ist also quasi wie beim Level mit den Quad. Du konntest das Quad benutzen am Anfang, aber du musstest es nicht. Meine ich. Aber wir speichern mal. Das soll schon passieren.
Ist da was? Nee, ist nix. Okay. Na denn? Jo! Oh! Okay. Ja, das ging mal ein bisschen ins Genick. Boah, ist das fies. Du siehst das auch nicht. Also das war auf jeden Fall nicht richtig. Oder? Geht das da noch weiter? Wir probieren es nochmal mit Anlauf. Ja! Und? Oh nee, auch nicht. Hallo Tomb Raider Spiel, was ist los? Gib mir mal einen Hinweis. Ich brauche einen Hinweis, was muss ich machen? Oh, funktioniert hier nicht. Kann ich nicht da drauf springen? Ich glaube, wir sind hier falsch. Wir gehen mal zurück. Aber ja, das Spiel triggert gerne tatsächlich. Wie gesagt, in dem ersten Level von Südseeinseln, da haben wir quasi eine eingeborenen Hütte, wo ein großes Medikit drin ist. Du wirst dieses Medikit aber niemals aufheben. Es ist unmöglich, dieses Medikit aufzuheben. Weil dieses Medikit nur einen einzigen Daseinszweck hat, um dich zu trollen. Nicht mehr und nicht weniger. Weil dieser ganze Boden in dieser Hütte, wo das Medikit quasi draufsteht, ist nichts anderes als Treibsand. Oder Treibschlamm oder was auch immer. Also so richtig toll. So nach dem Motto, guck den Pin mal an. Den haben wir getrollt, der wollte das Medikit haben. Danke, liebe Entwickler. Vielen Dank. Und ja. Ah, wir haben das Gitter jetzt geöffnet, ne? Okay. Ja, kann man da einspringen. Lieber abchecken. Aber ja, könnte böse enden. Und deswegen speichern wir lieber. Safe Game. Irgendwelche Secrets hier. Ah, da könnte das sein. Unter uns könnte was sein. Ja. Oh. Oh! Kabel ist zu kurz. Zu meiner Verteidigung. Das war nicht so geplant.
Es liegt ganz einfach daran, dass wir mit einem PlayStation-Nachbau-Controller spielen. Aber man muss das mal so sehen. Die Welt kann jedenfalls nicht untergehen. Weil, kleiner Spoiler, ich meine, wir übergeben die Kristalle später den Forschertypen oder die werden uns abgenommen, damit er da irgendwas aktivieren kann, was nicht gut ist. Dadurch, dass wir jetzt aber gestorben sind, kann er uns die Kristalle nicht abnehmen. Das heißt, ja, es ist Game Over, aber die Welt ist nicht kaputt. Im Vergleich zum zweiten Teil wahrscheinlich ja. Hätte Bertolli, glaube ich, hieß der, den Dolch gehabt, wäre übermächtig gewesen und die Welt wäre kaputt. Ich glaube, beim ersten Teil war gar nichts Übernatürliches. Oh doch. Doch, doch, da hatten wir ja, ich glaube, Frau Natlan. Okay, das wäre dann auch Game Over für die Welt gewesen. Bei zwei wäre auch Game Over für die Welt. Ja, bei drei jetzt halt nicht, denke ich mal. Und bei vier keine Ahnung. Und bei fünf auch nicht. Jetzt war mal richtig. Oh. Okay. Ich kann auf jeden Fall nicht auf. Ich komm nicht hoch. Funktioniert nicht. Oh, und dann sind wir tot. Oh, hier geht's. Aber ich bin trotzdem fast tot. Denn das für eine Logik? Ah, ich will hier hin. Okay, funktioniert nicht. Wasserfall hinter mir. Oh, gut. Ah, ich sehe da was. Tatsächlich. Hallo Exe. Da haben wir auf jeden Fall wieder MP5 Munition. Da können wir klettern. Und wir speichern. Komme ich denn wieder hoch, wenn ich da unten bin? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Wir machen erstmal den hier. Ja, wir gucken mal, was da unten ist.
jeden Fall Munition. Aha. Und ja. Lara. Okay. Ah, okay, ich sehe es. Für den vierten Teil haben wir aber zur Not noch den Original-Spieleberater. Wenn gar nichts mehr geht. Ah, okay, ich sehe es. Speichern ist eine gute Idee. Bin ich voll bei dir. Oh. Ah, aua, ouch, ouch. Ja, ich glaube, wir sind zu früh gesprungen. Oh. Okay. Warte mal. Autsch, okay. Probieren es doch rückwärts. Da kann man es besser abschätzen. Ich muss aber zugeben, im ersten Teil war das dramatischer, wenn Lara im Feuer stand. Wieder zu früh. Sein. Oh. Warte mal, können wir da hinklettern? Zu früh. Ist quasi. Ja. Ist genau abschätzen. Das könnte klappen, ja. Ernsthaft? Ich sag ja, Troll. Na ernst? Dann eben so. Dann eben nicht. Dann lass ihn da unten. Wie ist das eigentlich? Ich komme da wahrscheinlich nicht mehr hoch, oder? Speichern einfach mal. Vielleicht findet sich hier im Wasser ja was. Oder auch nicht. Ne, funktioniert nicht.
Okay. Aha. Die sind so fies, du siehst die Pfeile gar nicht. Null. Treffe ich mich, wenn ich aufstehe, nicht, ne? Eine Falle, gut. Ah, okay. Ich sehe es. Ich hab's gesehen. Wieder zurück. Jetzt zeigen sie das aus der Perspektive. Schon hier wieder runter? Nein. Okay. Könnten hier einen runter, aber es ist, glaube ich, nicht sehr empfehlenswert. Ja, doch, wir kommen wieder hoch. Da ist auch noch was. Da. Aber nee. Zack, 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 zack. Wir speichern mal. Oha. Alles klar. Einmal Kanu fahren. Haben wir einen Schalter? Oh. Oh, sind noch zwei Stück. Thank you.
Boko. Ah, ist weg. Ein Schalter unten? Ich meine schon, oder? Gucken mal. Ist hier unten wirklich nichts? Oder geht das auf, sobald wir das Floß haben? Scheinbar ist hier unten wirklich nichts. Ja, nee, hier nicht. Auch nicht. Doch, da! Rückweg von Secret. Okay. Wie gesagt, ich habe hier schon so ein bisschen die Orientierung verloren bei dem Level. Ich glaube, wir haben irgendwas am Start falsch gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh Gott, ist das eine Steuerung? Oh Gott. Kämpfen? Ich glaube nicht. Oh, ich glaube, rot ist nicht gut, ne? Rot ist nicht gut, oder? Oh ne, ist nicht gut. Aua, aua, out. Wir kriegen gerade mächtig Schaden. Ah, ruhig. Hier ist noch was. Ist hier Strömung? Okay, aussteigen sollten wir auf jeden Fall nicht. Da geht es auf jeden Fall runter. Was zieht uns hier nach unten? Lara! Lara hat Power, einfach mal gegen die Strömung. Die Steuerung schrecklich. Hallo. Kann ich den Koko mit dem Paddel keine rüberhauen?
Kroko, lass mich in Ruhe. Das ist der Echsenmann. Okay. Ich erinnere mich, irgendwas war hier. Ja, jetzt auf jeden Fall hoch. Wir speichern. Oh Gott. Ernst? Wo ist denn hier die Grenze? Brennen wir hier schon? Nee. Lara! Lara! Uff. Oh, meine Box ist ausgegangen. Aha. Aha. Okay. Ja, ja. Ah, noch mehr Feuer. Okay. Ja. Alles klar. Ich erinnere mich anhand von den anderen YouTuber, dass man hier... Aha. ...irgendwie special-mäßig jumpen muss. Wir haben ein Sekret. Aha.
Nein! Wir brennen. Im Hängen gestorben. Das schafft auch nicht jeder. Aha. Irgendwie abkürzen, oder? Also auf jeden Fall nicht. Rennen wir hier schon? Nee. Schaffen wir es? Schaffen wir es schon mal? Oh. Muss ich da lang oder muss ich hier lang? Ich glaube eher da lang, ne? Klar, das macht ja noch Sinn. Ich kletter den ganzen Weg ja wieder zurück. Ist das so richtig? Ist doch falsch. Kann doch nicht richtig sein. Nie im Leben richtig.
Oh. Lord Game. Warte mal, kann man den triggern? Oh, nein! Naja. Oh, ich war aber nicht am Brennen, aber jetzt. Okay, es war noch nicht weit genug, um sich festzuhalten. Lord Game. Ja. Probier mal was. Machen mal den Seitwärtssprung. Ja, den und dann den. Okay. Oh, noch mehr Feuerfallen. Ach, das kann auch nicht richtig sein, aber scheinbar ist es das. Das gibt's nicht. Die duckt sich nicht schnell genug. Jetzt aber. Okay, wir dürfen kein Körper nach vorne. Jetzt mal ohne Witz, das Spiel verarscht uns doch. Da könnte man tatsächlich hin. Nee.
Oh. Kennen wir ja schon. Zack. 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 Nehmen wir das hier nicht richtig. Komisches Level, ja, da sagst du was. Das kommt mir so vor, als würde ich gerade wieder komplett zurückgehen. Speichern nochmal. Save. Verstehe ich nicht. Ja, Tony, das ist nicht unsere Gehaltsklasse. Ist da hinten was? Das ist rot. Die Säue von Tomb Raider. Ich glaube, da hat der Level-Designer ein bisschen zu viel Kopfmilch gekriegt. Als er sich das hier angetan hat. Aber ich denke, wir sind hier richtig. Weil irgendwas müssen wir hier machen. Intravenös. Direkt frisch aus der Kehle. Hier ein Schalter? Anscheinend nicht. Nee, jemand müssen wir hier aber bedienen. Eine Zapfanlage. Direkt so. Macht er den hier? So. Und dann einmal so. Und dann frisch gezapft vom Schnabel. Das müssen wir hier noch machen. Okay. Ja, alles klar. Szene.
erinnere mich. Ich glaube, jetzt haben wir den Stöpsel. Vom größten Abfluss der Welt gelöst. Speichern mal. Was erwartet uns hier? Ah, eine Kanu wieder. Muss schon sagen. Die Szene umstellen. Oh. Ja. Kann ja mal passieren, ne? Hier los! Die Steuerung ist scheiße! Sorry, aber das ist halt so. Oh, oh Gott! Das ist der größte Abfluss der Welt! Und wir gehen auch noch rückwärts rein! Oh! Ich will drehen! Lord Game. Ah. Wir teilen unser Leben auf. Und fahren wieder durch den größten Gullideckel der Welt. Lara, dreh dich! Ganzes Leben. Okay. Koko! Okay, haben wir wieder Schalter? Ich denke mal, ja, ne?
hier haben. Ja, da sehe ich schon einen Schalter. Zwei Krokodile. Ja. Okay. Da haben wir doch richtig. Aber es hat sich trotzdem irgendwie falsch angefühlt. Das Klettern. Aber jetzt können wir wieder auf die Szene. Und ja, damit hätten wir auch die Madubu-Gorge oder Schlucht. Madubu-Schlucht, glaube ich, heißt das. Durch. Ja. Auch wenn es sich falsch angefühlt hat, aber es war tatsächlich, wie gesagt, der richtige Weg. Und ich glaube, es kommt auch das Boss-Level oder das Level, wo der Boss ist. Antarktis wird toll, ja, ich befürchte es. Aber das werden wir nicht mehr heute sehen, tatsächlich. Leider genau 0 Uhr und das passt. Kann ich jetzt ganz gemütlich abschalten, noch ein bisschen Netflix gucken. Dann wieder schön bis 10 Uhr oder so durchpennen, obwohl ich darauf eigentlich gar keinen Bock habe. Naja, auf jeden Fall, liebe YouTube-Zuseher, es hat mich gefreut, dass ihr bei diesem Level mit dabei wart und würde mich auch freuen, wenn ihr zukünftig dann auch wieder einschaltet. Und ja, wie gesagt, nächster Level wird wahrscheinlich, ja, müsste der Boss-Level sein und dann hätten wir Südsee auch durch. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Dann einmal auf Abonnieren klicken und die Glocke aktivieren. Es kostet euch nichts, es schadet euch nicht. Und ja, mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, ich beende jetzt, wie gesagt, diese Aufnahme und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Level wieder. Also denn, macht's gut, Leute. Euer D.A. Schmitzel. Und ja, wo ist der Aufnahme-Beenden-Knopf? Ich glaube, da ist er da. Also denn, ciao, ciao!